Ja, also ich meine, Rossi, du unter anderem und ja, auch die schwedischen Legenden gehörten zu meinen Jugendvorbildern. Da interessiert mich einfach, was für Leute dich motiviert haben und wie du zum Tischtennis gekommen bist, was da deine Vorbilder waren. Ja, zum Tischtennis bin ich eigentlich gekommen, weil bei mir im Heimatverein eigentlich oder im Heimatdorf jeder Tischtennis gespielt hat, entweder Fußball oder Tischtennis. Und ich habe es bei beiden probiert und Tischtennis ist zum Glück dann auch hängen geblieben. Und ein großes Vorbild war damals Stellan Bengtsson, ein ja, schwedischer Weltmeister, der durch seinen Trainingsfleiß Weltmeister geworden ist und auch ein sehr, sehr guter Trainer dann auch in Deutschland in der Bundesliga dann auch gewesen ist, der jetzt aktuell in Amerika lebt. Und der hat mich auch dann inspiriert, Tischtennis zu spielen, weil ich habe schon gesehen, dass man mit sehr viel Wille und Einstellung es sehr weit bringen kann. Und das waren ja auch dann so Attribute, die mich dann ausgezeichnet haben. Ich habe den Stellan sogar selbst mal kennengelernt, einmal in Amerika beim Turnier. Ja. Besonderer Mann und sehr gut, gutes Vorbild. Zweite Frage. Du hast ja viele Weltmeisterschaften als Spieler gespielt und dich da ja, intensiv darauf vorbereitet. Jetzt bist du seit längerer Zeit Head Coach der deutschen Nationalmannschaft. Wie ist da der Unterschied, wenn man auf der Bank sitzt und das Team leitet oder vorher als Führungsspieler ja, vielleicht auch den ein oder anderen Jungs was mitgegeben hat von seinem Selbstbefinden her? Es ist immer ein bisschen schwierig, finde ich, in der Vorbereitung, weil man einfach auch viele Ideen hat, was man mit den Spielern machen möchte. Und das Schwierigste einfach ist dann eine Nominierung zu tätigen. Das ist einfach für einen Trainer was ganz Schwieriges. In meiner aktiven Zeit war es normal, dass ich dann dabei war. Am Ende von meiner Karriere habe ich im Endeffekt dann mit Richie, der Trainer gewesen ist, oder mit Dirk dann im Vorfeld dann schon auch ein paar Sachen abgestimmt, wenn es vielleicht nicht zu einer Nominierung hätte reichen sollen. Deshalb ja, glaube ich schon, dass das immer sehr, sehr schwierig ist, auch für die Spieler zu verstehen. Da bist du ja aktuell nicht dabei, aber es gibt viele Spieler bei uns im Kader, die einfach es auch verdient gehabt hätten, eine WM oder später dann auch eine EM zu spielen. Das ist für mich immer das Schwierigste dabei, aber es ist als Trainer ein Tick schwieriger, weil man einfach sich um 5 Spieler kümmern muss oder jetzt bei uns im Kader um 10 Spieler kümmern muss. Wenn man Spieler ist, ist man für sich selbst eigentlich verantwortlich. Man kann das auch selbst in die Hand nehmen. Es ist schön zu spielen, ganz klar, aber für mich ist es auch toll, so eine Mannschaft betreuen zu können, weil einfach ich weiß, dass ihr alles gebt und alles versucht. Und ich glaube einfach, dass wir jetzt auch aktuell bei der WM gute Chancen haben, weit nach vorne zu kommen. Ja, letzte Frage. Ja, wir haben ja schon oft miteinander gesprochen und du hast sehr viele Ideen und klare Vorstellungen, wie du dir das Training und die Entwicklung deiner Spieler vorstellst. Leider wirst du oft durch verschiedene Sachen ausgebremst, wie die Bundesliga-Termine, Champions League-Termine, Einladungsturniere, chinesische Liga etc. etc. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es teilweise auch frustrierend ist, dass nicht alles so abläuft, wie du dir das vorstellst. Wie verkraftet man solche Rückschläge, wenn das System nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt? Und wie motiviert man sich neu, um beim nächsten Mal genauso heiß zu sein und probieren, es dann wieder durchzusetzen? Ja, ich glaube, dass man weiß ungefähr, wie ein System aussehen sollte, um erfolgreich spielen zu können oder die Spieler erfolgreich vorbereiten zu können. Und wäre es natürlich schon sinnvoller, wenn wir irgendwie so eine Blockbildung hinbekommen können, so wie es die Chinesen einfach haben, längere Lehrgänge machen zu können, weil man merkt einfach, dass die Spieler bei längeren Lehrgängen dann auch besser in Form sind. Die Europäer spielen traditionell immer gut bei der Olympiade, weil wir da 6, 7 Wochen Zeit haben zu trainieren. Und ich glaube, das ist einfach schade bei uns in der Sportart, dass auf der einen Seite es wenige Lehrgänge gibt, auf der anderen Seite ist es aber auch normal, weil einfach auch die Spieler natürlich auch das Geld verdienen müssen und viel natürlich an einem ziehen. Das ist für euch sehr, sehr schwierig. Für mich ist es nicht gerade frustrierend, weil ich weiß, es war zu meiner Zeit auch so gewesen. Es ist einfach schwierig, unter den Hut zu bringen und immer dann zu fragen, der Unterschied zwischen China und Deutschland oder Europa. Es liegt genau da, dass in China natürlich die Trainingspartner besser sind, aber im Endeffekt haben sie auch 40 Tage oder 60 Tage Zeit, sich auf eine WM vorzubereiten. Und dann kann man natürlich auch Sachen verbessern, einstudieren, mit den Spielern viel mehr Sachen machen, als ich das jetzt in den 4 Tagen mit euch machen kann. Aber im Endeffekt
ist es immer wieder gut, einen Lehrgang machen zu können und ja, euch dann zumindest in den 3,5 Tagen nach vorne zu bringen. Letzte Frage. Jetzt habe ich Spaß gemacht an der Sache. Letzte Frage, ist okay, oder? Ist okay? Also du hast ja, ja die größten Erfolge, die man als Sportler haben kann, gefeiert. Das sind olympische Medaillen, sowohl alleine als auch mit Speedy im Doppel. Und das hast du auch als Trainer wiederholt, mit dem Team und auch mit mir im Einzel. Ich weiß ja, wie sich das anfühlt, eine Medaille zu gewinnen bei Olympia. Als Spieler, nicht als Trainer, wie sind da die Unterschiede? Ist man da stolz, sehr stolz auf seine Arbeit und genauso zufrieden, wenn man dann abends schlafen geht? Ja, ich war mit Sicherheit sehr, sehr stolz. War stolz, klar, über deine Leistung, über die Leistung im Allgemeinen in London. War stolz auf das Trainerteam, die jetzt euch ja vorbereitet haben. Also das bin ja nicht nur ich, sondern Chayong macht eine super Arbeit und es sind viele im Hintergrund, die immer mir auch helfen und gerne mir auch helfen wollen. Ich finde es immer sehr frustrierend, dass bei der Olympiade, das war auch zu meiner Zeit schon so gewesen, dass wir im Endeffekt dann eine Mannschaft oder ein Trainerteam nicht belohnen können mit einer Medaille einfach. Ja? Also ich finde, dass der vierte Spieler keine Medaille kriegt, mega frustrierend. Dass ein Trainer keine Medaille kriegt, kann ich damit leben, weil ich eine Medaille schon habe. Aber ich finde es grundsätzlich als Außendarstellung für den Sport im Allgemeinen eine Katastrophe, wenn ein Trainer, der ja sehr viel Zeit opfert, dafür wenig Geld bekommt, weil man einfach sehr viel unterwegs ist. Und ich brauche meiner Person nicht darüber zu jammern, aber es gibt viele Trainer, die natürlich dann auch mit dem Salär ein bisschen Probleme haben. Da zu sehen, dass bei dem höchsten Turnier ein IOC eine Medaille spart. Ja, also das finde ich ein bisschen seltsam und kritisiere ich auch immer und finde ich auch Wahnsinn, dass im Handball ist es anders oder im Fußball, da bekommen die Trainer, bei uns ist es anders. Finde ich sehr schwierig, aber ich finde es eigentlich schwieriger für den vierten Spieler in der Mannschaft, dass der da so außen vor ist und das kann ich eigentlich nur immer kritisieren. Ja, da kann ich mich nur anschließen, dass der vierte Mann gar nicht eingesetzt werden kann. Wie peinlich das bei uns im Baku passiert ist, als Timo aufs gefallen ist und wir dann zu zweit spielen mussten. Und auch der Trainer arbeitet ja hart dran und dass da keine Medaillen vergeben werden, ist ja leider nicht schön. Vielleicht kann man ja mit dem Interview anregen, dass sich das verändert.